Hi und herzlich willkommen heute zum Thema vegane Ernährung für Säuglinge, also speziell für die 6 bis 12 Monate alten. Denn mich hat eine Zuschauerin, eine langjährige Zuschauerin angeschrieben mit folgendem Anliegen. Da mein Mann und ich demnächst ein Kind im Alter deiner Tochter bei uns aufnehmen werden, würde mich sehr interessieren, was deine Tochter aktuell so an Beikost isst. Wäre es möglich, dass du dazu mal ein Video machst? Mich würde auch interessieren, welche Supplemente du verwendest und in welcher Form, zum Beispiel als Tropfen. Natürlich weiß ich, dass einiges, zum Beispiel Vitamin B12, D, DHA, EPA und Jod, supplementiert werden sollten. Aber ich finde selten Angaben dazu, welche Produkte sich dafür bewährt haben. Natürlich gibt es auch schon andere Videos zu dem Thema, aber deine Expertise zu diesem Thema schätze ich höher ein. Danke, Anna. Ich wollte ein Video dazu drehen, was Lilly an einem Tag isst. Das hat sich aber irgendwie, beziehungsweise ich habe es auch gedreht, aber ich fand es dann irgendwie nicht repräsentativ oder sonst was. Es hat sich dann geändert oder irgendwas funktionierte nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Video verworfen. Und auch dazu mache ich nochmal ein Video. Lilly macht eine Mischung aus allem. Aus Brei, aus von mir mit Essen, aus Baby-led Weaning. Denn Brei, was ja eigentlich offiziell in Deutschland empfohlen ist, damit es zu keinem Nährstoffmangel kommt, lehnt sie weitestgehend ab. Am liebsten isst sie von mir mit zusätzlich Avocado oder sie isst pur Banane. Oder mal ein Kartoffelwedge oder, also was ich damit sagen will, ist, Lillys Ernährung ist nicht repräsentativ. Und es ist auch von Baby zu Baby unterschiedlich. Denn zum Beispiel der Eisenvorrat, den ein Baby mitbekommt bei der Geburt, hängt von verschiedenen Sachen ab. Davon, ob die Mutter einen Eisenmangel hatte, also einen starken Eisenmangel während der Schwangerschaft. Davon, ob die Nabelschnur auspulsieren durfte bei der Entbindung. Bei Kaiserschnittbabys zum Beispiel ist es so, dass die weniger Eisenspeicher haben. Und auch davon, wie viel das Kind wog bei der Geburt. Kinder, die unter 2,5 Kilo gewogen haben, die haben auch nicht genug Eisenspeicher. Und da muss dann ab dem 6. Monat, reicht es nicht mehr aus, also reicht wahrscheinlich das Eisen in der Muttermilch nicht mehr aus, weil die Muttermilch sowieso recht wenig Eisen enthält. Und trotz Lactoferrin, ich gehe hier mal weg. Hier der Kater, da das Kind. Ich habe kein Auge auf das Kind, wenn der scheiß Kater davor sitzt. Und die läuft mir dann jetzt hier weg. Also, Muttermilch enthält zusätzlich Lactoferrin, was dafür sorgt, dass das Eisen in der Muttermilch besser aufgenommen wird. Und so reicht das dann auch aus. Und ein Kind, wo die Mutter keinen Eisenmangel hatte, wo die Nabelschnur auspulsieren durfte und das ausreichend gewogen hat bei der Geburt, kann dann auch länger ausschließlich gestillt werden zum Beispiel und braucht auch keine mega eisenreiche Beikost. Und jetzt sind wir bei der Beikost. Also, ein Kind, was gesund zur Welt kam, was vaginal entbunden wurde und so weiter und so fort, da braucht man dann nicht eigentlich groß gar nichts beachten. Wenn man es weiter stillt, in der Muttermilch ist alles drin, was das Kind braucht, die Beikost kann dann quasi nach Instinkt des Kindes erfolgen. Kann Baby-led Weaning sein, kann Breie sein, kann irgendwas sein, woran das Kind halt Interesse hat. Wenn es das irgendwo sieht, das und das will ich essen, dann kann es das mit aller Ruhe ausprobieren, es sei denn, es besteht eine Verschluckungsgefahr. So, das sind wichtige Notizen. Lilly isst zum Beispiel auch gerne Papier. Wobei ich denke, dann ist fast nichts zu beachten. Zumindest bis das Kind 12 Monate alt ist und es mit nach Bedarf gestillt wird. Jetzt schreibt Anna mir aber, dass sie das Baby aufnehmen. Also nicht, dass sie das selber geboren hat und dass sie das eben auch nicht stillt. Also ich nehme an, die adoptieren und das ist ein Pflegekind. Und da ist die Sache natürlich ganz anders, denn da wird nicht gestillt. Wenn man nicht stillen kann oder will, dann gibt es ja die Möglichkeit, Flaschenmilch zu nehmen. Da empfiehlt das Netzwerk Gesund ins Leben, einfach die ganze Zeit weiter, bis das Kind 1 Jahr alt ist, die Prämilch zu nehmen.
Das hat eigentlich nur den Grund, dass alles andere, eine Einsatzfeier, Dreierfolgemilch oder sonst was, überhaupt nicht erforderlich ist, sagen die. Also wenn das Kind dann auch den entsprechenden Beikostempfehlungen des Netzwerks Gesund ins Leben folgt, die ja dann mittags aus einem Getreide-Kartoffel-Fleischbrei und dann irgendwann abends aus einem Milchbrei und nachmittags aus einem Obst-Getreidebrei zusammengesetzt sind. Und das ist ja quasi, also das, wenn man nach Bedarf stillt, funktionieren diese Breigeschichten nicht so in dem Maße, wie die empfehlen. Bei Anna hingegen vielleicht schon, denn wenn sie ein Kind hat, das mit Flaschenmilch ernährt wurde und auch weiter ernährt wird, dann hat sie wahrscheinlich feste Essenszeiten und kann da einfach eine Mahlzeit durch eine andere, also eine Milchmahlzeit durch eine Beikostmahlzeit ersetzen. So, und da ist es dann schon erforderlich, dass man darauf achtet, was das Kind eben isst und dass da ausreichend von allem drin ist. Auch so Sachen wie jetzt Eisen oder Kalzium, was ja in dem Mittagsbrei, der dann irgendwann Fleisch enthält, drin ist und in dem Abendsbrei durch Milch dann auch drin ist. Da würde ich wie folgt vorgehen. Ich habe auf der Basis der Rezepte des Netzwerks Gesund ins Leben alternative vegane Breirezepte kreiert, die mein Kind allerdings leider nicht isst, weil sie nicht auf Brei steht. Aber dieselben Zutaten, die dann da in den Breien drin sind, die kann man dem Kind natürlich auch in anderer Form füttern. Sei es zermatscht oder sei es als Ganzes. Und da habe ich in den veganen Mittagsbrei reingetan 50 Gramm Kartoffeln, 50 Gramm Möhre, 50 Gramm grünes Gemüse, wichtig, wichtig, 50 Gramm gekochte Hülsenfrüchte mit einem Esslöffel Öl und ein bisschen O-Saft püriert, wegen der Eisenaufnahme, weil dann halt Vitamin C drin ist. Und ihr das angeboten. Und habe ich gesagt, ja doch, Esslöffel Öl habe ich gesagt. findet sie doof. Wenn ich das nicht esse, findet sie das nicht interessant. Aber da war dann tatsächlich alles drin, was in einem Fleischbrei auch drin ist. Und gelegentlich habe ich dann da Algen reingetan, denn ich substituiere ja nur das, was wirklich existenziell notwendig ist und nicht das, was ich irgendwie durch Essen bekommen kann. Und so kommen wir jetzt zu dem, was man zusätzlich zu sich nehmen sollte. Da habe ich Algen für mich gekauft und für Lilly dann quasi auch. Das ist einmal Kelp bzw. Kombu. Das eine Wort ist chinesisch, das andere ist japanisch. Das knistert so schön, ne? Und dann habe ich noch einen ganzen Sack Wakame gekauft. Wakame enthält weniger Jod als Kombu. Und da wird es jetzt dann leider kompliziert. Und deswegen empfehlen Ärzte, einfach mal zu substituieren. Babys in dem Alter brauchen 50 Mikrogramm Jod. Und diese Algen enthalten, die Wakame hat pro 100 Gramm 18.500 Mikrogramm. Ungefähr. Und das Kelp hat pro 100 Gramm 426 Milligramm Jod. Also Kelp ist unendlich viel, 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 viel reicher an Jod. Das ist schon fast gefährlich. Deswegen war es in Deutschland auch lange verboten, als Essen verkauft zu werden, sondern es gab es nur als Badezusatz. Ich habe diese Werte übrigens von den, Ver nicht von meinen Verpackungen, sondern von den Verpackungen der Firma Arche, die diese Algen auch im Bioladen anbieten. Und wie viel Jod tatsächlich drin ist, das schwankt hochgradig aufgrund dessen, dass die Algen ja aus unterschiedlichen Meeren kommen. Und da gab es auch Studien, die ich mir angeschaut habe, wo untersucht wurde, wie viel Jod war in welchen Algen, aus welchem Land. Und es schwankt halt mega. Von daher kann man das nicht genau sagen. Deswegen kann man hieraus auch keine Raketenwissenschaft machen, sondern einfach mal ein bisschen davon, nur eben von dem Kelp nicht zu viel in den Babybrei rein. So. Vitamin D wird von Kinderärzten sowieso verschrieben. Und zwar bis zum zweiten erlebten Frühjahr. Lilly ist im Juni geboren.
2021, das heißt bis Frühjahr 2023 soll sie sowieso Jod bekommen. Und das habe ich in zwei unterschiedlichen Varianten bekommen von der Kinderärztin beschrieben. Nicht Jod, Vitamin D bekommen. 500 internationale Einheiten gibt es sowohl als Vitamin D-Fluoretten, also da ist Fluor mit drin, oder Zymerfluor. Das hat bis vor kurzem meine AOK nicht bezahlt. Daher hatte ich vorher das hier. Das ist ein Tablettchen, das wird aufgelöst in Wasser. Sollen die Kinder bekommen ab der Geburt quasi Fluorid eigentlich auch, damit sie halt in ihrem zukünftigen Leben dem Zucker, weil die ja so viel Zucker kriegen, standhalten. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halte, dass Fluorid da halt substituiert wird. Denn ich will ja meinem Kind sowieso keinen Zucker geben im Idealfall oder so wenig wie möglich und auch das Zähneputzen beibringen, sodass sie dann eben nicht so wahnsinnig viel Zucker isst und kein zusätzliches Fluorid braucht. Aber weiß ich ja nicht. Kann ja sein, dass ich sterbe und dass das Kind bei meiner Schwester aufwächst und da gibt es keine Zuckerrestriktion. Und dann war es doch ganz gut, dass sie im nullten Lebensjahr, also im ersten Lebensjahr, Fluorid bekommen hat. So, darüber brauchen wir uns also keine weiteren Gedanken zu machen. Vitamin D ist abgedeckt. Für Kalzium habe ich bei Lilly jetzt in den Abendsmilchbrei die Hafermilch von Alpro gekauft. Denn Babys oder beziehungsweise Kinder unter 4, glaube ich, da mache ich auch noch mal ein eigenes Video drüber, sollen noch kein Soja bekommen, denn da haben die Phytoöstrogene tatsächlich wohl hormonelle Eigenschaften, die dann für Kinder, die ja noch keine Geschlechtshormone haben, eben suboptimal sind. Daher sollen so kleine Kinder, ich weiß jetzt nicht, wie das in Japan ist, noch keine Sojaprodukte bekommen. Also Hafermilch mit Kalzium ist Alpro die einzige, die ich gefunden habe. Darüber hinaus hat Alpro aber auch, und darüber müssen wir natürlich auch nochmal reden, eine eigene Kindermilch entwickelt, die genau auf diese Bedürfnisse eingeht. Die nennt sich Alpro Growing Up. Gibt es bei DM, bei der Babynahrung. Da sind all diese Sachen substituiert mit drin. Da ist Jod mit drin, da ist B2 mit drin, da ist, ich glaube, Selen noch mal extra mit drin, da ist DHA mit drin. Also diesen ganzen Kram, das ist da alles mit drin. Und deckt, glaube ich, 15% des Tagesbedarfs ab, pro Portion oder pro 100 oder keine Ahnung. Das ist natürlich nichts, worauf man sich dann verlassen kann. So, also diese Milch, und dann braucht man gar nichts mehr substituieren. Aber es ist wenigstens vielleicht so gut, dass da keine Vollkatastrophen, also es gibt keinen Schaden, weil die Mutter überhaupt gar nichts substituiert hat. Es ist dann irgendwie sehr praktisch, denke ich mal. Ich habe die selber noch nicht gekauft. Ich bin da, ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn macht. Weil da, das ist wie bei einem Multivitaminpräparat, da ist dann wieder alles drin und ich will eigentlich nicht alles. Ich will nur das geben, was ich geben muss, weil ich auf alles andere achte. Naja, Hafermilch von Alpro habe ich gekauft fürs Kalzium. Aber auch der Haferbrei, den es dann abends gibt, mit Haferflocken eingerührt, also in die Hafermilch dann aufgekocht und so. Und dann noch wieder, auch hier wieder O-Saft. Und da habe ich dann DHA reingetropft für Lilly. Isst sie auch nicht. Meistens esse ich den. Dann denke ich ja, okay, dann esse ich halt das Kalzium und dann habe ich wieder das Kalzium in meiner Milch drin. Denn Kalzium halte ich ne, ich kriege ja den Großteil meines Kalziums sowohl aus grünem Gemüse als auch aus 2 bis 3 Liter Leitungswasser, die ich am Tag trinke. Lilly trinkt aber nicht so viel. Lilly trinkt ja Milch. Und deswegen habe ich gedacht, es ist eine gute Idee, halt mit Kalzium angereicherte Pflanzenmilch dazunehmen. Was hatten wir noch? DHA. Ich benutze immer noch das DHA, worüber ich da seinerzeit dieses Video gedreht habe. Die Produktvorstellung von, oh, wie hießen sie denn? Ich weiß es nicht. Ich verlinke es nochmal. Also ich habe damals gesagt, ich weiß nicht, ob ich das nochmal kaufen werde, weil es verhältnismäßig teuer ist und weil die auch wesentlich mehr empfehlen, als ich für empfehlenswert halte. Ich esse davon täglich die Dosis, die offiziell empfohlen ist und nicht von der Herstellerfirma. Und das Zeug steht bei mir im Kühlschrank und es ist nicht ranzig. Also ich denke, es ist immer noch gut. Und weil ich da dann an und für sich eine gute Erfahrung mitgemacht habe, werde ich das auch wieder kaufen, wenn es neu ist. Aber ich habe es jetzt auch schon 4 oder 5 Monate.
Oder noch länger, wann habe ich denn dieses Video gedreht? War das noch vor Lillys Geburt oder danach? Also ich habe es ewig. Und 4 Tropfen davon habe ich dann noch immer in den Abendsmilchbrei zusätzlich reingetan, den ich ihr gebe. Aber wie gesagt, sie isst das in der Regel nicht. Daher kriegt sie das DHA auch noch aus meiner Muttermilch. Haben wir noch was vergessen? B12. B12. Also in dem Fall, Anna, natürlich, wenn du nicht stillst, tu einfach ein paar Tropfen von DHA-Öl irgendwo rein. Und du kannst natürlich auch für die pflanzlichen Omega-3s einfach ein bisschen langsam klein mahlen und das in das Babyessen reinrühren oder drüber rühren oder sonst was. Und dann kommen wir noch zu Vitamin B12. Vitamin B12 habe ich bei ihr bisher noch nicht substituiert, weil sie ja noch Muttermilch trinkt. Das meiste. Und ich habe ja meine Dosis für Schwangerschaft und Stillzeit angehoben ein bisschen. Da schwöre ich auf Jero weiterhin als zum Lutschen. Link ist unten drunter. Babys hingegen können noch nichts lutschen, die verschlucken sich da dran. Ich habe gegoogelt, ab wann Babys Bonbons essen können. Das geht so mit 2, 3 Jahren los. Also das dauert noch ewig. Daher habe ich dann das, genau, Lilly greift schon danach, was wir gekauft haben für dich, aber noch nicht gegeben haben. Greif, zeig's mal in die Kamera. Nein. Zeig's mal in die Kamera. Sieht man was? Nein, man sieht nichts. So. Habe ich bei Amazon gekauft. Ich wusste nicht die Dosis. Und also die ich am besten geben möchte. Denn die Jero-Dosis pro Tag sind ja 1000 Mikrogramm. Und Jero geht davon aus, dass von dem B12, was in der Tablette drin ist, also der Lutschtablette, nur 1 bis 2% tatsächlich aufgenommen werden. Und in diesem, das ist jetzt Spray. Also das hat Kirschgeschmack, das sprüht man in den Mund. Da ist ein Viertel von der Tagesdosis eines Erwachsenen drin. Das müsste so Pi mal Daumen hinhauen. Weil auch die Jodtagesdosis eines Babys ist ein Viertel von der eines Erwachsenen. Aber auch hier denke ich, es kommt nicht so exakt darauf an. Weil man kann sich wirklich doof und dämlich denken, wenn man versuchen will, es exakt genau zu machen. Der Körper ist zu flexibel, es ist alles zu dynamisch und auch die offiziellen Empfehlungen sind ja so, ja, dann ne, ist es egal, wie viel Fleisch das Kind quasi ist. Das Kind entscheidet, wie viel Hunger es hat. Und wenn es das nicht isst, dann ist es das eben nicht. Und manchmal halt dann den Mittagsbrei mit Fisch zubereiten. Also auch die haben keine exakten Tagesdosis für Jod oder sonst was. Das habe ich ihr aber, wie gesagt, noch nicht gegeben, weil sie locker 90% ihrer Kalorien noch aus Milch deckt und da mein Vitamin B12 drin ist. Ne? Wie auch in der Kuhmilch, weil die Kuh ja das B12 in ihrem Futter drin hat. Ich denke, so 250 Mikrogramm würde ich alle paar Tage ihr in den Mund sprühen. Habe ich aber, wie gesagt, noch nicht. Ich weiß auch noch nicht genau, wann ich damit anfangen will. Ich höre da auf meine Intuition, denke ich. Okay. Der Nachmittagsbrei, den kann man dann, ne, der ist sowieso vegan. Das ist ein Obst-Getreidebrei. Und mehr als einmal am Tag sollen die Kinder auch tatsächlich gar keine Kuhmilch bekommen, weil auch zu viel Milcheiweiß nicht gut ist in dem Alter. Und Kuhmilch hat ja mehr Eiweiß als Menschenmilch. So, ich glaube, damit habe ich alles gesagt. Ich muss mal überlegen, ob ich noch um den Eisenspeicher noch mal explizit ein Video machen muss oder so. Und vielleicht stelle ich euch auch noch mal die Alpro-Milch vor. Aber ja, das war's, denke ich. Ich hoffe, Anna, das hat dir geholfen. Wenn noch offene Fragen sind, gerne schreibt mir oder schreibt hier drunter oder wer auch immer noch offene Fragen hat. Gerne unten drunter. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keins mehr der Videos verpassen wollt, abonniert mich. Ich sag ciao. Lili sagt auch ciao. Ich hoffe, das hört irgendwann auf, dass ich sie auf dem Schoß haben muss. Dass sie irgendwann mal eine Viertelstunde ruhig irgendwo ist und spielt und sich selbst nicht in Gefahr bringt. Furchtbar. Das war's. Ich sag ciao. Bis dann. Bis Montag. Eure Silke.